Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier auch mutig ist, dass man hier auch versucht, eine breite Brust zu zeigen, dass man versucht, eine Spielanlage mitzubringen, weil ansonsten ist Energie Cottbus zu dominant, zu stark im Gegenpressing, wenn sie denn alle auf Sendung sind. Ja, ihr habt knapp verloren hier und als fast Einheimischer muss ich sagen, der aus Guben stammt, ist es ja doch, denke ich mal, sehr, sehr anständig, nicht? Für eine Mannschaft, die von weiter unten hierher kommt, zu der Übermacht der Liga. Ihr habt euch sehr gut verkauft. Viel Respekt dafür. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier auch mutig ist, dass man hier auch versucht, eine breite Brust zu zeigen, dass man versucht, eine Spielanlage mitzubringen, weil ansonsten ist Energie Cottbus zu dominant, zu stark im Gegenpressing, wenn sie denn alle auf Sendung sind. Zu dominant mit Ball, spielen dich dann weg. Viele Ecken, ich glaube 10, 11 zu 3 Ecken. Viel Ballbesitz und dann kommst du halt nicht hinten raus und das hilft ja keinem. Also das hilft dem Kopf meiner Spieler nicht, weil dann wirst du auch deprimiert, wenn du mal hinten hinstehst. Und dann, ja, wie willst du dann einen positiven Fußballspiel gestalten? Gibt sicherlich Mannschaften auf der Welt, die das richtig gut können. Aber zu uns passt dann schon eher ein bisschen mutiger, aggressiver zu sein und ja auch mit versuchen mitzuspielen. Das habt ihr in dieser Saison sogar noch besser hingekriegt, denke ich. Und frei der Sorgen dort unten. Ne? Eine sehr gute Reihe von Ergebnissen, die es eben mit sich gebracht haben, dass man eigentlich etwas sorgenbefreiter, nicht endgültig, aber doch ein gutes Stück weg ist von da unten. Ja, sorgenbefreiter, ja, Sorgen haben wir trotzdem. Es ist rechnerisch möglich und wir wollen es nicht. Wir wollen es mit aller Macht verhindern, mit unserem Ansatz, mit dem fußballspielerischen, also mit dem spielerischen Ansatz. Aber ja, bis zur Befreiung ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, da werden wir demütig genug bleiben, dass wir einfach hart arbeiten. Wohl wissend, dass jetzt auch Spiele kommen, wo vielleicht nicht mehr so viele Zuschauer kommen. Ja, jetzt mal ausgenommen Samstag gegen Chemie, da kommt natürlich wieder ein Haufen. Aber gerade die Spiele sind es ja dann, ne, wo nicht so viele kommen, wo dann das Stadion mal leer ist, wo nicht so viel Support ist, wo es ruhiger zugeht. Da müssen sich ja die Spieler auch nochmal ganz anders pushen, als wenn du hier vor 7.500 spielen darfst. Ist ja ganz klar. Ne? Und ja, ich denke, da machen wir einen guten Job. Und wenn wir da wieder in die Spur finden am Samstag, dann bin ich da auch mehr als optimistisch. Also nochmal Respekt für diese Saison, auch für die heutige Leistung und weiter alles Gute. Dankeschön. Und ich will nicht hoffen auf ein Wiedersehen, das hat aber mit uns zu tun, nicht mit euch. Sehe ich genauso, danke.